Insgesamt 3,5 Millionen Christen Kleinasiens, Armenier, Griechen und Assyrer, Aramäer. Und nach dem Lausanner Vertrag von 1923 wurde für die verbliebenen Griechen festgelegt, dass sie alle Minderheitenrechte genießen. Doch sie wurden danach weiterhin verfolgt, enteignet und vertrieben. Heute leben in Konstantinopel nur noch ca. 2500 Griechen. Im Jahr 1923 waren es noch mehrere Hunderttausende. Zudem sind europäische Instanzen auch leider von äußerster Schwerfälligkeit. Es hat lange Jahre gedauert, über 10 Jahre, bis der Europäische Gerichtshof seinen ersten Beschluss zu den staatlich beschlagnahmten Besitztümern von Minderheiten in der Türkei bekannt gab. Das war vor genau einem Jahr. Nach diesem Urteil hat die Türkei gegenüber der Stiftung Griechisch-Orthodoxes Jungen Gymnasium das Recht auf Schutz des Besitztums verletzt. Falls die Türkei in diesem Verfahren genannten beiden Besitztümern nicht innerhalb von 3 Monaten zurückgeben würde, so müsste sie insgesamt 910.000 Euro inklusive Gerichtskosten zahlen. Bis heute hat die Türkei den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs nicht erfüllt. Sie hat auch allerdings noch keine Strafe zahlen müssen. Hrant Dink war einer der großen Intellektuellen der Türkei, ein überzeugter Demokrat, der sich für die Rechte von Minderheiten ebenso einsetzte wie für eine andere Erinnerungskultur seines Heimatlandes. Für Hrant Dink war dieses schleppende Tempo Europas tödlich. Er hatte im Oktober 2006 den Europäischen Gerichtshof angerufen, nachdem das oberste Gericht der Türkei seine Verurteilung nach Artikel 301 bestätigt hatte. Leider waren Hrant Dink's Mörder schneller. Doch mit dem Feststellen oder der Konstatierung empörender oder beschämender Zustände allein verbessern wir nicht unsere Lage. Frau Hoffmann hat vollkommen recht, wenn sie uns daran erinnert, dass die allgemeinen Menschenrechte und die Rechte von Minderheiten global, universell und ständig erkämpft und verteidigt werden müssen. Jeden Tag in mühseliger Kleinarbeit und durch aktive, handlungsbereite Bürger und Organisationen. Wir in Berlin lebende Griechen sind bereit, gemeinsam mit türkischen, kurdischen, armenischen, aramäischen und deutschen Organisationen und Verbänden für diese Ziele zu arbeiten. Dies schulden wir nicht nur der historischen Wahrheit, sondern auch unserer gemeinsamen Heimat in einem integrierten Europa der Menschen- und Minderheitenrechte. Wir setzen uns für eine offene und vorurteilslose Erörterung dieser Geschehnisse ein, die den Opfern der damaligen Gewalthandlungen Gerechtigkeit widerfahren ist. Wir wenden uns an alle mit dem Appell und der Bitte um Verständnis und Unterstützung, damit durch das ständige Erinnern und Gedenken auch die Versöhnung zwischen unseren Völkern und den heute lebenden Türken vollzogen wird. Ich danke Ihnen.